sehr eng. Kein Knopf. Und die asiatischen Köche arbeiten hier trotzdem. So acht. Oh, einer hat Schmerzen. Ah! Im Goldenen Drachen von Roland Schimmelpfennig geht es darum, dass ein junger Chinese in einem Thai-China-Vietnam-Restaurant Zahnschmerzen hat. Und im selben Haus, in dem auch das Restaurant ist, gibt es noch ganz viele andere Bewohner. Und die haben auch alle ihre eigenen Probleme. Nummer 17, Bautzi, drei Stück gedämpfte Teigtaschen gefüllt mit Schweinefleisch und Gemüse. Hausgemacht! Nummer 25, Barmipack. Gebratene Eiernudeln mit Hähnchen, Brustfilet und frischem Gemüse. Ach, und die Nummer 6, die Thai-Suppe mit Hühnerfleisch, Kokosmilch, Thai-Ingwer, Tomaten, Champignons, Zitronengras und Zitronenblättern. Also das Großartige dabei ist halt, dass es einfach sehr, sehr viel Text ist. Das heißt, man hat Text, um ihn aufzuzahlen auf so viele Schauspieler eben. Dann das Besondere beim Goldenen Drachen ist auch eben, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder kann die eigene Geschichte auf eine eigene Art und Weise erzählen, weil jeder von uns sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir sind ein Semester mit extrem vielen verschiedenen Typen. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Keine Antwort. Ich habe in Frankfurt an der HFMDK Regie studiert unter Hans Hollmann und Christoph Loy. Und danach war ich Regieassistentin hier am Nationaltheater Mannheim. Und dadurch kam eben auch die Verbindung hier zur TAM zustande. Ich hatte Zeit und wurde gefragt, ob ich die Abschlussinszenierung gerne machen würde. Und natürlich habe ich ja gesagt. Und für mich waren es unglaublich tolle Proben. Es sind acht ganz, ganz fantastische junge Schauspieler. Sie ist zurückgekommen. Jetzt kommst du, sagt der Mann in dem gestreiften Hemd. Jetzt ist es aber zu spät. Zu spät, ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe gewartet und gewartet, ja, und gehofft. Ja, sicher. Nein, es ist jetzt zu spät. Er trinkt. Da gibt es viele Momente, in denen ich spüre, dass das Zusammenspiel mit meinen Kollegen gut funktioniert. Das ist zum einen natürlich in den Küchenszenen. Wenn da die Energie stimmt, dann spürt man von allen Seiten das Pulsieren von den Kollegen und man braucht gar nicht mehr selbst so viel dazu machen, weil die Gruppendynamik so hoch ist, dass man einfach mitgerissen wird. Na los, komm, zeig mal, wie du tanzen kannst. Na los, komm, zeig mal, die warten hier alle. Die warten hier alle nur auf dich. Na los, komm. Zeig mal, wenn du was zeigst, dann kriegst du vielleicht was zu essen. Ja, schön, aber was soll ich damit? Was soll ich damit anfangen? Ist ja ganz schön, wie du tanzen kannst. Also meine absolut favorisierteste Szene, wenn man das so sagen kann, ist die Szene, wenn der Zahn fliegt. Und dann fängt so eine Szene an, wo ich einfach sage, das ist wunderschön, das ist, es hat was sehr, sehr Weiches und was schon fast Surreales, also so eine Art Traum. Der rausgerissene Zahn fliegt durch die Luft. Meine Idee von Schauspiel hat sich erstmal grundlegend geändert, aber schon direkt im ersten, zweiten Semester. Ich habe gedacht, ey, ich kann total gut schauspielen und dann kommt man hierher und man merkt, man hat einfach überhaupt, also man kann gar nichts eigentlich am Anfang erstmal. Und heute muss ich sagen, das, was jetzt die letzten 3,5 Jahre passiert ist an dieser Schule, ist einfach jede Menge sehr, sehr wichtige Informationen, sehr, sehr gutes Werkzeug,
was man hier bekommt, was man hier geliefert bekommt von den Dozenten? Wenn ich jemand anders sein könnte, als ich bin. Ein anderer Mensch. Wenn ich mir etwas wünschen könnte. Wenn ich nicht mehr Eva, die Flugbegleiterin mit den dunklen Haaren wäre und die Geliebte des Barbiefuckers. Und der Barbiefucker nicht mehr der Barbiefucker wäre. Wenn wir mal tauschen könnten. Naja, dann wäre ich der attraktiv gebliebene Pilot, der jenseits aller Grenzen jedes Land dieser Erde angeflogen hat. Und er? Er ist die hübsche Flugbegleiterin. Ich sehe mich zum einen natürlich auch in der Verantwortung, die Schauspielschüler hier gut zu präsentieren, denn wie gesagt, es ist ihr Abschlussstück. Damit zeigen sie sich sozusagen der Welt. Und zum anderen finde ich, dass wir eine sehr individuelle und eben auch eine sehr ehrliche Art gefunden haben, mit diesem Stück und mit dieser Anforderung umzugehen. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich jetzt das Gefühl habe, nicht nur ich jetzt nach diesen 6 Wochen, sondern ich denke, das wird auch jedem Zuschauer so gehen, wenn er dieses Stück gesehen hat, dass er am Ende jeden Einzelnen ein bisschen kennengelernt hat. Was ist das denn? Die Bedienung geht wieder! Siehst du, was du mit dir gemacht hast?